Hey Leute. Heute soll es hier mal auf meinem Video oder in meinem Video vielmehr nicht um einen Reingeschmack gehen, mal nicht um einen Tabak, vielleicht so ein bisschen am Rand, aber eigentlich nicht als Hauptthema, sondern heute geht es mal um Pfeife. Aber ich werde euch jetzt nicht, wie vielleicht zu erwarten, eine neue Pfeife ins Bild halten, wobei man meinen könnte, die ja könnte neu sein. Aber das ist vielmehr auch der Aufhänger. Aktion ungerauchte Schätzchen. Oder vielmehr selten oder vergessene Schätzchen. Vielleicht sollte ich es vergessene Schätzchen nennen. Wird sich noch zeigen. Und zwar, während meiner Frühjahrsputzaufräumaktion, die immer noch voll im Start ist, Stück für Stück, wollen wir es ja nicht übertreiben. Es kommt ja auch die Frühjahrsmüdigkeit und um ehrlich zu sein, habe ich einen Arsch voll Arbeit auf Arbeit. Geht es heute eigentlich mal um die Thematik, Pfeifen, die in Vergessenheit geraten sind. Schöne Stücke, Stücke mit Erinnerungen, Stücke, die eine eigene Geschichte tragen, vielleicht von einem Vorbesitzer, vielleicht bei dem einen oder anderen vom Vater, vom Großvater oder von einem Freund, von einem schönen Urlaub, von der Lieben, Liebsten oder dem Liebsten, je nachdem. Pfeifen, die man an sich sehr, sehr zu schätzen weiß, aber die doch, wenn man seine feste Rotation hat oder zumindest bestimmte Pfeifen, die man halt bevorzugt raucht, so wie auch in meinem Fall. Ich habe im Prinzip 4 Pfeifen, die immer unter Feuer sind. Und das sind meine Savinellis 315, eine Aldo Morelli, wenn ich jetzt nicht schon wieder alles durcheinander haue, und eine Stanwell. Alles miteinander im Prinzip Flake Fun, die ich aber auch für normale Tabak nehme. Dann gehen halt so schöne Pfeifen, die man es eigentlich so hat oder die ich jetzt in meinem besonderen Fall habe, irgendwie unter. Und das ist doch eine Sache, die schade ist. Ich habe jetzt vor einigen Tagen, heute habe ich endlich das Päckchen weggeschickt, mal durchsortiert, von welchen Pfeifen ich mich gerne trennen möchte. Überwiegend Stücke, die mich auch ereilt haben, aus verschiedensten Trennungsgründen vermute ich. Wie gesagt, sind heute an Tobi gegangen. Eine davon, die ich mir mal zugelegt habe, die ich auch geschenkt bekommen habe. Kommen wir mal zurück, die eine habe ich ja noch da. Auf jeden Fall schöne Stücke, aber die sind unberaucht. Also von mir selten beraucht, dass ich fast meinen möchte, unberaucht. Teilweise schon genutzte Pfeifen, Pfeifen mit schon einer Geschichte, aber Pfeifen, die halt bei mir noch rumliegen. Und ich bin, muss ich dazu sagen, nicht der Sammler wie zum Beispiel der liebe Ralf. Man sagt immer, der Liebe davor, keine Ahnung warum. Es ist ein netter Kerl, aber darum soll es nicht gehen. Aber wie gesagt, Ralf, der ja nun ein kleines Museum wahrscheinlich schon hat, was ja auch irgendwie cool ist, aber so weit reicht bei mir die Sammelleidenschaft nun nicht. Und ich glaube auch, Ralf kommt kaum dazu, alle Pfeifen zu rauchen, verständlicherweise. Ich vermute, er hat auch so eine gewisse Rotation, aber es sind halt Stücke dabei, die häufig geraucht werden. Ist nun mal einfach so, das sind die sogenannten Alltagspfeifen, sage ich mal, und da können auch seltenere Stücke dabei sein oder preislich intensivere. Aber es sind halt auch Pfeifen, denke ich mal, dabei, die weniger, vielleicht auch gar nicht geraucht werden oder noch nie geraucht wurden. Und da ging mir so durch den Kopf, Aktion, ungerauchte oder ja, vergessene Pfeifen, Schätze. Einfach mal so einen kleinen Wachrüttler-Aufruf. Keine Ahnung wieso, mir tat das irgendwie, muss ich dazu sagen, nicht das Aussortieren tat mir weh, aber so im Nachgang kam mir jetzt auch gerade so der Gedanke, eigentlich ist es doch schade, wenn man diese schönen Pfeifen, die man hat, und warum auch ewig aufheben. Ich meine, unsterblich ist keiner von uns, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ist doch schade, wenn die nicht benutzt werden. Ich meine, man kann sich auch natürlich nur rein optisch erfreuen, aber irgendwie, die sind da, um geraucht zu werden. Und man hat sie sich ja eigentlich auch fürs Rauchen gekauft. Ich in meinem Fall auf jeden Fall. Und so habe ich mir es jetzt zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Wochen einfach mal nicht komplett abzulassen, weil dazu schätze ich meine Alltagspfeifen einfach zu sehr, aber doch mal alle Pfeifen durchzurauchen, die ich schon lange nicht mehr geraucht habe. Allein schon aus dem Hintergrund, wenn ich die dann rauche und auch mal wieder an den Tabak ein bisschen probiere, wie gesagt, in den Fleckfang kann ich jedenfalls einen Feuerstein rauchen. Da könnte ich, keine Ahnung, Kieselsteine drin rauchen, die würden wahrscheinlich gut schmecken. Kann ich mich noch an eine Zeit entsinnen, wo ich angefangen habe, so auch langsam, wo die Geschmäcker kamen und so die Variationen, die Nuancen, dass die einen oder anderen Tabake in den Pfeifen in hohen Köpfen, schmalen
oder verjüngten Köpfen besser geschmeckt haben, andere mehr in so den flachen, breiteren, quasi den Pfannen zum Beispiel besser waren, jetzt unabhängig von Flakes, sondern auch Mixtures und Ready Rubs und was weiß ich nicht alles. Und ich finde, das ist so ein bisschen bei mir zumindest verloren gegangen und das finde ich schade. Und als ich, wie gesagt, so gerade mal geguckt habe, ich habe jetzt noch, wenn ich mich nicht verzählt habe oder auch irgendeine Pfeife irgendwo anders habe, ja, ich lasse ja auch mal irgendwo eine Pfeife liegen. Ist ja alles im selben Raum mehr oder minder oder in derselben Wohnung, da ist es nicht so schlimm, kommt ja nicht weg. Jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren, aber ist egal. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, bei 31 Pfeifen, die rauche ich eh nicht alle, aber ich möchte einfach mal wieder eine Rotation reinbringen, beziehungsweise einfach mal wieder in Erinnerung bringen, hey, das ist eine schöne Pfeife gewesen, rauch sie und guck doch mal, welcher Tabak dir da drin geschmeckt hat, wenn du dich noch erinnerst. An einige kann ich mich noch erinnern. Und guck doch mal, welche vielleicht für das eine weniger gut waren, vielleicht schwingen sie jetzt für den anderen besonders gut, weil ich habe ja zu der Zeit, wo ich noch so ein bisschen enthusiastischer war, auch was das Pfeifenkauf angeht, habe ich ja überwiegend Aromaten geraucht. Und dann kamen die Stinger dazu, wie Boris immer so schön gesagt hat. Und ja, wie gesagt, mittlerweile ist Virginia Perique, vor allen Dingen Flakes, einfach meine Welt. Und selbst die Engländer im Moment stinken so ein bisschen ab. Mag ich immer noch gerne, aber ich habe gestern meinen letzten Engländer nach längerer Zeit mal wieder geraucht und musste feststellen, so, ach, im Moment ist so ein bisschen, ich brauche Virginia Perique. Und ja, wie gesagt, eine dieser Pfeifen, die wollte ich einfach nur mal wieder reinhalten, einfach nur auch, weil ich sie so schön finde. Das war auch eine meiner früheren Pfeifen, beziehungsweise mit unter die ersten Pfeifen, beziehungsweise die erste richtig preislich intensive Pfeife, die dann auch schon in dem, ich glaube sogar dreistelligen Bereich ging, also auf jeden Fall an der Grenze war. An sich ein wunderschönes Stück. Ich verstehe selber nicht, warum ich sie so gut wie nie mehr geraucht habe, so die letzten Jahre, möchte ich meinen, vielleicht mal, aber eine ganz simple Peterson Dublin noch, wirklich irisch. Ich gucke mal, ob ich hier so ein bisschen den Autofokus drehen kann. Ja, ich meine, die hat auch einen Spot, glaube ich sogar zwei Spots, aber ist mir persönlich natürlich herzlich egal. Die ist jetzt von der Maserung vielleicht nicht super geil und ja, keine Ahnung, ist ein kleiner Kopf, ist vielleicht ein bisschen tricky zu rauchen, an sich nicht wirklich, wenn man schon ein bisschen dabei ist, aber die 317, die ist schick. Das Einzige, was mich nervt, ist halt, es ist kein Acryl, es ist Ebonit, es wird halt leicht gelblich. Auch einer der Gründe, muss ich sagen, warum ich sie dann eher zur Seite gelegt habe, weil umso mehr ich sie geraucht habe, umso gelber wurde sie. Und ich bin halt nicht einer, der eine Schleifscheibe hat. Und natürlich kann man auch anders polieren, aber ich bin ehrlich gesagt eine ziemlich faule Sau. Aber ungeachtet dessen, den ganzen Bla, den ich jetzt von mir gebe, einfach mal der Aufruf, guckt mal in eure Pfeifenschränke, ob ihr Pfeifen habt, die ihr schon lange nicht mehr genutzt habt und lasst einfach mal eine Renaissance erleben. Weil ich glaube, mal neben dem ganzen Wahn von wegen, ja, ich muss Wahn, ich muss mir eine neue kaufen oder ich muss mich da erweitern oder es muss, was weiß ich, eine neue Pfeife von Macher XYZ sein. Ich finde es ganz cool, sich mal wieder auf die alten Dinge zu besinnen. Auf die Dinge, die man früher gut fand und ja, so eine kleine Renaissance halt, ne? Retro. Gut, das wird es auch schon gewesen sein. Das, was ich eigentlich machen wollte mit dem Tabak, lasse ich jetzt außen vor, weil das Video geht schon wieder eine ganze Weile. Nur so viel sei gesagt, für die Fans von naturnahen Mischungen, kauft euch den. Lecker, wirklich lecker. Und die Dose ist der Oberhammer, kein Aufkleber drauf, dank Pappverpackung. Aber vielleicht mache ich zu dem Tabak nochmal ein Video. Aber wie gesagt, der Peterson, der Peterson, was will ich mehr? Ich lasse mir noch den Tabak schmecken, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ist ja mittlerweile Abend. Ansonsten schönen Tag, falls ihr am Morgen irgendwie das Video seht, falls ihr die lange Zeit habt oder im Spätdienst seid. In diesem Sinne, macht's gut und wenn ihr irgendwelche Kommis dazu habt, also Kommentare, Kommis, einfach unten drunter. Ich versuche jetzt wieder fleißiger zu sein, wobei ich meine eigenen Videos immer dann wieder beantworte, also die Kommentare darunter. Ich bin ein bisschen fahrig, was so andere Videos angeht. Ich gucke zwar die meisten, muss ich sagen, zumindest von den Abonnierten, aber schreibfaul wie schon die letzten Monate, Schrägstrich, das letzte halbe Jahr. Egal. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir sehen uns. Macht's gut.